Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Bleibt mal vorweg. Schönen Dank fürs Reinschauen. Kurz am Anfang eine Bitte. Einfach mal Kommentare einfach nur reinschreiben. Oder was anderes, egal, kurz und bündig. Ne? Und dann einer fragt warum. Es gibt einen Algorithmus von YouTube. Es könnte sein, ein Kommentar geschrieben und einen kleinen Like, dass es dann vielleicht ein bisschen weiter vorwärts geht mit dem Kanal. Was, ne? Für Empfehlungen für weitere Zuschauer, für neue Zuschauer, wer mir reinfällt, kurz anklicken, liken und einfach mal Hallo reinschreiben, Kommentar, das reicht davon aus. Es muss ja nichts Großes drinstehen. Einfach so ein kleines Hallöchen, ne? Und schon bin ich froh und glücklich. Ein dickes Danke dafür. Und ich mache jetzt weiter hier im Spiel. Fahre den letzten Kies Richtung Zementwerk, um da Zement herzustellen. Heute gerade genug Kies. Ein Fahrer fährt nun Sand. Ich werde es auch tun. Aber ich muss mal ganz kurz. Ich befinde mich da oben irgendwo, ne? Ja, genau richtig. Der ist schon fast da. Wahnsinn. Ich muss mal kurz den Fahrer entlassen. Ist ja auch fast leer. Gut, dann müssen wir gleich im nächsten fahren. Ja, komischerweise, was ich nachts gemacht habe, ging nicht. Wahrscheinlich muss es kein sein. Gut, immer entlassen. Das ist ja nicht alter, nicht ganz so sehr. Und wir fahren jetzt zum Ende. Ja, wir haben endlich mal ein bisschen Regen. Da ist der Eisenbahn mal trocken. Ja, so kann man ein bisschen sagen, geht vorwärts. Die Wiese mit Meerreif. Da muss ich mir jetzt auch demnächst befassen. Aber wir machen mal die Brücke fertig, soweit es geht. Was Zementproduktion zulässt. Ansonsten gemäht die Lageballen für die BGH und für Mischfutterproduktion. Ne? Da sind wir. Finde den Punkt nicht. Kann durchaus sein. Naja, kippt ab. Auch nur lange, ne? Aber das macht nichts. Hier haben wir noch. Oh ja, verkehrte Abzweigung. Muss das noch leeren. Dann mal sehen, ob wir ein bisschen Diesel herkriegen. Ja, Dieselproduktion aufbauen. Jetzt noch hat vorher noch ein Lager. Aber nicht viel. Aber hast ja mal kriegen, ne? Deswegen werden wir das entsprechend auch machen müssen. Mit. Ja. Der Position mache ich jetzt. So, den werden wir jetzt auch noch schicken mit Sand. Aber der wird meckern. Oder es geschieht ein Wunder mit abkippen. Hat ja mit Kies geklappt, also rückwärts fahren, ne? Aber ob das mit dem Band auch klappt und dem Faktor? Schauen wir mal. Also sieht böse aus, ne? Da haben wir nie weiß, ne? Ich verroste. Muss ich mal sehen, dass ich den mal lackiere. Da habe ich nur eine Woche gefahren. Mal zu sagen, die Fläche innen drinne, ja, gut bei Schotter und bei Bei Kies geht die Farbe weg, ne? Aber wie gesagt, draußen. So, einstellen. Kies auf Sand. Abladen. Sand. Ganz wichtig. Und hier auf Sand. Einstellen. So, ich kann ja mal fahren. Und ich fahre mal, guck mal, wegen zum Rennen.
ob wir da noch ein paar Paletten dazu kriegen. Naja, gut. Naja, aber immerhin, ne? Maximum eine. Gut. Bei aufgeladen. Brückenbaukante müssen. Kommen wir jetzt hier raus. Eine Schubkarre haben wir hier. Ah, da fahren wir dann durch, ne? Jo. Mit 5 Paletten. Na gut. Ist ein Anfang, ne? Stahl noch mal kaufen. Wir sind haben schon da, aber ein bisschen wird noch fehlen. Dann können wir gleich mal die beiden Fahrer manuell abladen, denke ich mal. Das werden wir nicht hinkriegen mit Sand. Hier könnte ich die Ecke dann ein bisschen sauber machen, gut. Verkaufen wir sowieso manuell. Weil es Palettenware ist, aber beliefern könnten wir theoretisch Sand. Und Kies. Automatisch. Und Wasser könnten wir vor Ort so eine Pumpstelle hinstellen. Obwohl man kann noch Wasser kaufen, das ist ja jetzt billiger geworden. Ne? Dann noch einen neuen Produktionsmod, wo die Preise ja so gesenkt, dass man realistischerweise sagen kann, Wasser kostet kein Vermögen mehr. Ne? Ich fahre mal geradeaus. Ja, das ist keine. Keine LKW-tauglichen Rampen. Ne? Fahren wir hier ab. Viele Wege führen nach oben. Alle führen nach Hause. Fahren nach Hause. Führen nach Hause oder so, ne? Ja, die Wiesen müssen gemacht werden. Da ist jetzt das nächste dran. Feld 19. Ist ja eine riesengroße Wiese. Da werden wir demnächst mal Gras-Emission machen. Wir haben ja Hebehalten da. Traktoren nehmen wir noch zwei. Verband arbeiten lassen und dann gleich hinterher Ballen treffen. Aber erstmal Unkraut. Das nächste gemacht bei den nächsten beiden Feldern müssen wir bisschen manuell machen, das sind so klein. Das bringt wenig ein. Müssen wir gleich schauen. Die beiden Fahrer angekommen sind. km/h, also LKW. Bin dann gespannt, ob der abgibt. Weil hat mit Sand nicht geklappt. Mit Kies ja, erstaunlicherweise, aber mit Sand nicht. Vielleicht muss ich den Punkt ein bisschen verschieben, das kann sein. Obwohl beim Brückenbau. Das ist ja eine einmalige Geschichte da, das ist nicht ganz so dramatisch. Die anderen Dinge müssen funktionieren, ne? Also Ernte abfahren und so. Ne? Links oder rechts? Das ist egal. Ja, heute und dann noch alle Folgen fertig. Eine will man machen, eine fliegt noch und dann mal sehen, gleich eine bearbeiten. Zumindest schon mal hochladen. Verarbeiten dauert schon ziemlich lange. Bei einigen Folgen ist das HD-Verarbeitung oft nach mehreren Tagen noch nicht fertig. Warum das so ist, keine Ahnung. Einige ja, andere nicht. Deswegen muss ich heute noch eine hochladen für morgen, für heute. Ja, habe ich geahnt, dass das ein Problem war. Aber das ändern wir gleich. Dokument. Eh noch nur Paletten. Wir sagen, dass wir ein bisschen Unterstützung bekommen beim Fahren, ne? So, S1, Abladeseite.
links. Hinten, hinten ist okay. Wie gesagt, wenn es jetzt größere und längere Sache wäre, würde ich sagen, okay, wir sind noch Fummel am Outdrive-Kurs, ansonsten. Also ich kommt ja wie gerufen, ne? Da fahren wir rein. Da fahren wir gleich mit. Ja, für den LKW ist es ein bisschen besser, ne? In den Engkurven, ne? Weise, macht er das nicht. Wie gesagt, bei Kies hat er es gemacht. Dasselbe Kurs. Aber wie gesagt, das ist jetzt nebensächlich, weil, sagen wir, dann ist mehr oder weniger bald alles da. Jo, zwei Stück noch. Eine. Man braucht den LKW nicht mehr hochschicken. Ja, da kann er hier bleiben. Dann geht er zum Hof zurück. Beziehungsweise ich werde ihn da hinschicken, aber. Weil. Den brauche ich dann entsprechend für Zement, ne? So, Zement. Da werden wir viel mehr brauchen, aber 5 Paletten erstmal. Ein bisschen Stahl habe ich schon gekauft. Das werde ich gleich mal noch zutun. Ist ein bisschen groß geraten, aber ich hoffe, dass nicht vorne ist. So. Ja. Das funktioniert auch. Ich hatte ja Probleme gehabt. Ich wollte erst Zement kaufen. Aber die Funktion ist einfach nicht vorgesehen, geht nicht. Zement. Zement, ja. Gut, da brauchen wir nicht viel. Haben wir jetzt schon 20%. Dann kaufen wir ein bisschen Stahl dazu, ne? Den Stahl müssen wir kaufen. Start. Zement? Nee. Wasser, Stahl. Ja, Maximum, was geht. Da haben wir fast alles gekauft, das passt. Da kaufen wir ein bisschen was nach. Da wollen wir nicht so sehr ins Minus reinrutschen, machen wir den Kredit aufnehmen. Das sollte man nehmen. Speichern. Denn wir sind ja eigentlich schuldenfrei. Nehmen wir mal 1000 auf. So, Zement. Oh! Das ist Stahl. War das das hier? Bauen wir wieder. Ey, da steht schon Die Träger haben schon gesetzt, die Burschen. Der erste Bauvertritt. Das badet man noch gerne, ne?
dann nimmt er eben an. Gut, Paletten. Dann haben wir hier dann bräuchten wir noch 15. Bis meine Rechnung richtig ist. Bisschen Sand noch, Kies. Ah, schon verarbeitet, okay. Dann würde ich erstmal keinen Sand und kein Kies mehr herbringen. Na gut, Sand, ja. Stahl würde ich ein bisschen nachkaufen, wenn das hier. Na, hier kommen ein bisschen mehr, kann er kommen. Dann kann ich endlich den Bereich besuchen. Was haben wir hier Schönes? Na ja, gut. Zuschauer, das soll es auch heute gewesen sein. Noch zum Schluss die kleine Bitte. Und vorweg ein dickes Danke fürs Reinschauen. Ich würde mich freuen über einen kleinen Kommentar. Das geht für den Algorithmus von YouTube. Vorschläge für weitere Zuschauer. Nicht mehr, nicht weniger. Heißt Kommentar, heißt ganz kurz einfach mal Hallo oder so. Ne? Oder irgendwas anderes, egal. Hauptsache ein Kommentar. Ja, und nach Möglichkeit Daumen hoch. Letzten Daumen runter wäre ja gut. Ich werde nicht sterben. Aber eine kleine Begründung, warum, weshalb, ein Kommentar wäre da schon mal schön. Also Kritik, Anregung und all sowas immer gerne gesehen. Immer rein damit. Vorschläge, Wünsche. Wie gesagt, das ist immer ganz gerne gesehen. Andere, also im Prinzip, was man dann machen soll und etc. Was sich der eine oder andere wünscht. Das kann ich versuchen dann zu verwirklichen. Ne? Also was, ne? Dann sagt man tschüss und ciao. Könnt noch einen schönen Tag. Ja, tschüss. Und bis dann. Tschüss.